Als wir unsere Zusammenarbeit begonnen haben, haben Sie mal gesagt, eine Regel müssen wir einhalten, es muss sich immer lohnen, zu BMWM zu kommen. Ja, das ist richtig und das wissen die, die dann gekommen sind, und die, die nicht gekommen sind, wissen das danach, dass es immer eine Überraschung gibt. Also wir hätten Sie für einen Aprilscherz nicht alleine hierher geholt. Und das, was Sie hier sehen, das ist noch nirgendwo gezeigt worden. Es ist eine absolute Premiere hier. Sollen wir was dazu sagen, Herr Bär? Ja, Sie können ja, Sie wollten ja noch was damit tun, also das können Sie damit machen. Und vielleicht sagen Sie das, was wir dazu heute verraten können. Ja, also was man erkennt, da muss ich mal gucken, das ist ja ein Viertürer. Das erkennt hier jeder. Das sieht so aus, als wäre da ein M3-Motor drin. Der hat hier auch gewisse Leistungsähnlichkeiten, die man irgendwie vielleicht vermuten könnte. Es ist ein Sondermodell, was hier nicht nur steht, sondern dieses Modell wird vielleicht etwas anders, aber ein Modell in der Art der Manufaktur, wie wir es bei dem GTS gemacht haben, wird kommen. Dieses Jahr noch. In ganz kleiner Serie wird es kommen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich zum Nürburgring, zum 24-Stunden-Rennen zu kommen. Das lohnt sich ohnehin immer, dahin zu kommen. Das würde ich Ihnen sagen. Leitthema ist Technologie. Leitthema ist Material. Leitthema ist natürlich über Material auch das Thema Leichtbau. Und nicht ganz normal, sondern da werden ein paar Geheimnisse dabei sein, die wir noch später mitteilen können. Und leider jetzt noch nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, kommen Sie zu 24-Stunden-Rennen. Das sind, glaube ich, noch 66 Tage oder so ähnlich. Irgendwie so. Irgendwie so. Seien Sie gespannt. Gut. Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, ich nenne es mal eine Studie zum Thema M3, viertürig, Leichtbau ist das Thema, Materialien, neuartige Materialien ist das Thema, Motorleistung wird zwischen dem M3 und dem M3 GTS liegen, und mehr Details kriegen Sie dazu in etwa 3 Monaten. Aber Herr Dr. Segler, jetzt darf ich Sie noch mal kurz zu uns bitten, und das Fahrzeug bleibt auch noch auf der Position ein bisschen stehen, sodass wir vielleicht noch kurz durch die Themen durchgehen, die wir heute vorbereitet haben, kann ich Ihnen auch versprechen, es dauert noch wenige Minuten, dann können Sie da auch mal näher ran.